Jo, herzlich willkommen zurück. Weiter soll es gehen hier. Schauen, was hier jetzt so los ist. Sausraum. Ich würde gern für jeden auf dem Planeten eine Kerze anzünden. Ich glaube nicht, dass der Raum hier so viele Kerzen fassen kann. Da haben Sie wahrscheinlich recht. Ich habe während der vielen Jahre, die der Kilrathi-Krieg dauerte, nie so etwas Schreckliches gehört. Präzisionsmord an unschuldigen Leuten. Die falsche DNS-Kette und man ist zum Tode verurteilt. Es ist teuflisch. Anders kann man es nicht nennen. Ob ich jetzt wohl tot wäre, wenn ich mit Ihnen hingeflogen wäre? Wer würde denn Vielleicht. eine Kerze für mich anzünden? Cat Scratch. Ja, den vorigen Teil, den werde ich wohl sicherlich dann dem Alter entsprechend da einsetzen müssen, was dann heißt, wahrscheinlich nur Abonnenten, beziehungsweise welche überhaupt mit dem Account online sind und abonnieren und so weiter. Und, oh ja, Maniac, jetzt wird's wieder lustig hier, wa? So, und mit dieser Übertragung senden wir ihn. Im System ist. Hey, das kriege ich nie hin. Wo ist Sosa? Und was soll das werden? Ich bin ein Pilot. Ich sehe keinen Steuerknüppel. Diese Nachricht kam vor ein paar Minuten und. Und plötzlich passten mehrere Faktoren zusammen. Das hätten wir schon während der Probleme im Peloy-System erkennen müssen. Wir wurden stutzig und als sie die Position meldeten, an der sie neulich die Jäger ohne Abzeichen einkassierten, war klar, dass wir diese Zone nochmal untersuchen mussten. Anhand unserer Berechnungen fanden wir bald heraus, dass das Axios-System dabei eine zentrale Rolle spielt. Da war ich schon mal, es gibt nichts in Axios. Natürlich ist da noch viel Spekulation dabei. Mit dieser Übertragung senden wir Ihnen alles, was wir über Axios wissen. Es ist wild und unbewohnt. Nur Wüstenplaneten. Der perfekte Ort, um große Streitkräfte zu verstecken. Man hat uns berichtet, dass sich momentan ein riesiges Großkampfschiff im Axios-System befindet. Viel Glück bei der Suche. Glauben Sie mir, die Suche ist sinnlos. Jetzt wird's langsam interessant. Aber wenn Sie etwas Zeit totschlagen wollen, er hat keine können wir gerne dorthin fliegen. Das gefällt mir nicht. Wir fliegen zum Nachbarsystem von Axios. Ja, Sir. Wir fliegen erst in das Axios-System, nachdem ich mich dort umgesehen habe. Kommt direkt die Mission, ne? Wie mir scheint hier. Ja. Na, dann rein da. Hören Sie zu. Wir werden außerhalb von Axios warten. Der Grund ist, dass ich nicht das ganze Schiff riskieren will. Es macht mich nervös, was ich über die Planeten weiß. Lieutenant, was sagen will Fort Staaten? Die Planeten sind unbewohnbar. Die Truppen müssten im Weltraum stationiert sein. Es fliegen Kometen und anderer Raumschrott durch das System. Das bedeutet, dass sie große Mobilität haben müssen. Wir könnten doch mit den neuen Jägern einfach losballern und sie überraschen. Ohne zu wissen, auf wen oder was wir stoßen. Typische Marine-Taktik. Ich bin auch Hawks Meinung. Aufklärung fliegen. Das sollten wir zuerst tun. In Ordnung, schon gut. Deshalb brauche ich zwei Flügelmänner, die mich zum Jump Point in das System begleiten. Dort kehren sie um und ich fliege allein weiter. Wenn ich allein in einem ihrer Schiffe ohne Abzeichen fliege, errege ich nicht allzu viel Aufmerksamkeit. Sie wissen, was mit gefangenen Spionen gemacht wird, Colonel. Ja. Das Risiko muss ich eingehen. Los, gehen wir.
Können, Blair. Wenn du dich so dumm anredest, dann passiert was. Das regeln wir draus. Der Held im Erdbeerfeld. Na gut. Bring mir das Schiff genauso sauber zurück wie beim... Machen wir den, ich behalte ihn mal drin, Hawking Panther. Spiel mir noch den großen Protagonisten hier. Wieder mal Held sein. Geht die Reise. Feind gesichtet, Colonel. Lösen und feuern. Die mache ich fertig. Lösen und feuern. Ich ziehe los. Ja, dann zieh mal los. Tja, hat ihn nichts gebracht, war? Habe ich ihn noch erwischt. Ja, und ab gleich wird's interessant. Jetzt muss ich mich, glaube ich, nämlich ziemlich beeilen, ne? Sie fliehen zum Jumppoint, ja. Colonel. Wer weiß, wen Sie auf der anderen Seite alarmieren. Lösen und feuern. Die mache ich fertig. Lösen und feuern. Ich ziehe los. Jetzt muss ich mich hier richtig ranhalten. Wahrscheinlich geht das jetzt schon schief, weil ich nicht schnell genug bin. Na komm schon. Zeit zu springen, Colonel. Sie sind jetzt auf sich allein gestellt. Ja, wunderbar. Warten Sie, Sir. Bevor Sie springen, gebe ich Ihnen die Koordinaten der Basis, die wir in der Umlaufbahn des zweiten Aktivplaneten entdeckten. Wir konnten Sie gerade durch den Jumppoint orten. Eins ist sicher, dieses Ding ist viel zu groß. Sie können es nicht ohne Hilfe ausschalten. Wir schlagen vor, dass Sie sich voranschleichen, auf keinen Fall das Feuer eröffnen und dort landen. Viel Glück, Colonel. Okay. Das hätte ich jetzt schwieriger erwartet, aber na gut. Ab durch den Jumppoint. Ich tarne mich vielleicht besser. Man will ja nicht unbedingt erkannt werden hier, ne? Nötige Identifikationsalgorithmus für Landeerlaubnis. Boah, ich weiß gar nicht, ey. War das egal, oder? Ich nehme FX, den zweiten. Sie haben Landeerlaubnis. Ist das vielleicht nur für oben oder unten? Keine Ahnung. Ich habe 2 gedrückt, 2 wäre der untere anscheinend. Das wäre mal interessant zu wissen. Auf jeden Fall war das nicht verkehrt, wie man sieht. Ich komme allein zurecht. Macht euch einen schönen Abend. Bis später. Bisschen billig, aber naja. Sollte ja auch nicht zu übertrieben sein. Ist mir die Klamotten geklaut? Okay. Kennen wir irgendwoher die Dinger? Ja.
man eigentlich echt gut gemacht, die Story. Wie ich finde. Haben Sie alles eingeordnet? Ja, natürlich. Aber ein weitsichtiger Mann, ein Genie, unser Wohltäter, ein uns Gleicher fand uns, schützte uns und gab uns die Mittel, unseren rechtmäßigen Posten als naturbestimmte Herren des Universums einzunehmen. Vielleicht kommt dann am besten so, ja, muss unbedingt auffallen. Unser System ist erfolgreich verlaufen. Ich gratuliere allen, die daran beteiligt waren. Zum Abschluss ergreift unser oberster Befehlshaber das Wort. Stimme kommt uns bekannt vor. Ja! Ja! Ich bin hier, meine Freunde, um mich für eure großartige Mithilfe zu bedanken. Ihr, die Black Lance-Leute, werdet ganz oben stehen, denn ihr seid die Verteidiger der Menschheit. Diverse Feinde der Konföderation haben bereits mit euch Bekanntschaft gemacht. Sie wissen ganz genau, wozu ihr fähig seid, verehrte Kameraden. Schon bald ist es soweit. Alle konföderierten Staaten werden von eurer Existenz erfahren. Und ihr werdet endlich den Lohn erhalten, den ihr euch mehr als verdient habt. Ja! Ein Mann hat einen besonders hohen Ruhmesanteil verdient, euer großartiger Kommandeur. Der Mann ist ein ideales Beispiel dafür, was unser genetisches Menschheitsoptimierungsprogramm in Zukunft ermöglichen wird. Ja! Nur die Starken werden überleben. Das war schon immer das Gesetz der Natur. Die Schwächeren der Lebewesen sind vom Aussterben bedroht. Ihr wisst, dass es noch gar nicht allzu lange her ist. Da hätte man unsere Rasse beinahe ausgerottet. Die Wahrheit ist, dass unser Sieg über die Kilrathi leider kein reiner Verdienst unserer menschlichen Überlegenheit war. Es war ein Glücksfall. Wir hatten einen Zeitvorsprung, das war alles. Eines Tages werden wir einem viel schlimmeren Feind als den Kilrathi gegenüberstehen. Und es ist unsere Pflicht, uns darauf vorzubereiten. Wir müssen dann stark sein. Und wir müssen wachsam sein. Ja! Auch wenn das bedeutet, dass wir gewisse Elemente unserer Gesellschaft eliminieren müssen. Wir sind wohl gezwungen, die Spreu vom Weizen zu trennen. Das ist hart. Und dank der hochentwickelten Genselektion haben wir auch das geeignete Werkzeug dafür. Wir haben es getestet und wir werden es natürlich anwenden. Ja! Wie die Nazis. Ihr wisst alle, dass die widerspenstigen Grenzwelten jetzt die neuen Feinde von uns sind. Sie sind Abtrünnige. Sie sind eine Bedrohung für unsere Einigkeit, unsere Stärke und unsere Menschlichkeit. Niemand von uns ist frei von Pflichten. Ich stelle mich meiner. Ich sorge dafür, dass der große Rat Schritte unternimmt, die uns von dieser Plage befreien werden. Wenn der Moment gekommen ist, meine verehrten Kameraden, verlasse ich mich auf euch und eure Kampffähigkeit. Danke. Ja! Oh, Scheiße.
Ich habe sie doch von Tier 7 gerettet. Gerettet, damit ich eine Gefangene werden konnte. Und jetzt zwingen Sie mich zu etwas... Ich weiß, wer Sie sind. Sie werden sie töten. Nein, mein Flieger ist startklar. Wir können es schaffen. Nein, nein, kommen Sie lieber mit mir. Ganz schön heikle Action hier. Schnell! Shit. Es ist aus. Hier, Sie müssen das veröffentlichen. Na los! Gehen Sie endlich! Ja. Scheiße. Die haben sie erledigt. Wir hauen jetzt erstmal schleunigst ab. So, und jetzt wird's richtig böse knackig wahrscheinlich. Ja, ich muss entkommen, ist schon klar. Weg hier. Ja, da kommen wir so davon. Aber jetzt hat er mir ja gleich einen mitgegeben, ne? Ach du Scheiße. Muss ich die irgendwie erledigen? Sonst erledigen die halt mich. Hier geht die Post ab, ey. Ja, Mann. Das gibt's doch nicht. Ich jetzt sage Replay, so ein bisschen muss ich es bestimmt komplett von vorne machen, ne? Nee, ich kann wieder hier anfangen, das ist gut. Schnell dort weg. Die kommen ja eh hinterher, ne? Erstmal die EFF raushauen hier. So kann ich schon mal eine ganze Latte erledigen hier. Ausnahmsweise mal Maniac-Style. Ach komm schon, ey. Gehen wir fort. Ach Mann, ey. Ah, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Sterbt, ihr Halbmenschen. Ja, zeig ich dir gleich, Kumpel. Du bist erledigt. So, weg hier.
Oh shit. Habe ich noch mehr von denen, glaube ich, am Hals, ne? Na, klasse. Aber ich kann abhauen, so wie ich getarnt bin, das ist gut. Das bringt nichts. Los, weg da. Mission abgeschlossen. Machen wir mich sonst fertig hier. Nötige Landeerlaubnis. Willkommen zu Hause. Jetzt muss ich keine Kerze für Sie anzünden. Unser Radar zeigt ein Großkampfschiff, das den Axios-Quadranten, in dem Sie waren, verlässt. Mhm. Sie können landen. Okay. Ja, ab hier wird's jetzt richtig interessant. Kommt der wahrscheinlich epischste Teil der Story direkt nach dieser Karasi-Geschichte da. Eine Holobotschaft für Sie, Admiral. Diese Sacknase. Admiral, schlechte Nachrichten. Es gab ein Sicherheitsproblem. Ich nehme an, es ist wieder dieser penetrante Colonel. Ja, er ist ein würdiger Gegenspieler. Das Herz des Tigers, so haben ihn die Kilrathi genannt. Wo sind Sie jetzt? Hier, ich bitte um Landeerlaubnis. Er ist bestimmt wieder auf seinem Schiff und plant uns zu verfolgen. Was sonst? Die Bemühungen des Colonels sind nicht mehr relevant. Ich habe eine Besprechung mit dem Rat. Eine längst überfällige Beförderung erwartet mich. Soll er doch weiter versuchen, uns zu fangen. Ach, schauen wir mal, wie das weitergeht hier. Oh, der hat aber ordentlich was abgekriegt, der Flieger, wa? Scheiße. Aber das ist ein nettes Detail. Ich glaube, das gab es im dritten Teil so nicht. Ja, wir wurden ordentlich ramponiert hier. So, jetzt speichern wir das Ganze aber erstmal. Und dann geht's im nächsten Part weiter. Bis dann.